Hallo und herzlich willkommen zur ersten Etappe der Tour of King High Lake von Zinning nach Zinning, 130 Kilometer. Ihr seht es relativ flach, diese heutige Etappe, aber das Rennen an sich ist gar nicht mal so flach. Also diese King High Lake Tour ist echt alles andere als flach, das muss man immer wirklich lassen. Und es wird interessant zu beobachten sein, wie wir uns hier schlagen werden mit unserer Mannschaft. Mit Skydive Dubai. So, erster Tag des Tages von Sultan Al-Hamadi. Da fahren gleich einige hinterher. Ach du Kacke. Und wir nutzen diese Möglichkeit, während sich hier die wohl erste Spitzengruppe des Tages bildet, um mal zu gucken, wen haben wir denn dabei, wen haben die anderen so dabei und wer fährt hier überhaupt also mit? Wer sind die anderen, die hier so mit dabei sind und so weiter? Ja, unser Team besteht aus Camberay, Al-Hamadi, Santa Romita, Jilul, Pinto, Palini, Hajnaui und Mancebo. Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, ich möchte jetzt da nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich würde behaupten, das ist das beste Aufgebot, das wir in diesem Let's Play bislang in dieser Saison zu bieten hatten, oder? Fast alle großen Namen in einem Rennen mit dabei. Außer Stewie, der fehlt, außer Hadi. Aber ansonsten Mancebo immerhin dabei, Santa Romita, Palini und Pinto. Also, das ist doch sehr, sehr interessant und natürlich hier auch nochmal eine sehr, sehr gute Fläche, um nochmal für sich selbst zu werben, denn momentan ist ja der Transferzeitraum, ihr habt es ja mitbekommen, bin ich mir sicher, und wir werden die ganze Mannschaft dann nochmal vorstellen, wenn es soweit ist, wenn es auf die nächste Saison zugeht. Und jetzt erstmal Achtung, denn es geht jetzt hier um die Bergwertung des Tages. Und hier greifen schon einige ganz, ganz mutig an. Auch Al-Hamadi probiert es jetzt mal. Fährt jetzt mal hier ein hohes Tempo und setzt jetzt mal die Attacke. In der Hoffnung, dass er die anderen vielleicht ein bisschen distanzieren kann. Aber Thomas ist da ganz, ganz stark an seinem Hinterrad. Und versucht ihn da auf jeden Fall in Schach zu halten. Jetzt Al-Hamadi ist jetzt vorne. Dahinter Thomas. Aber es könnte klappen mit dieser Bergwertung für den Mann aus den Vereinigten Emiraten. Und es sieht sehr, sehr gut aus für Al-Hamadi und er wird sich hier diese Punkte holen, jawohl. Hat er geschafft und damit das Bergtrikot am Ende dieses Tages für Sultan Al-Hamadi. Sehr, sehr starke Leistung schon jetzt von ihm und damit gehen wir auf jeden Fall nicht mit ganz leeren Händen nach Hause nach dieser ersten Etappe dieses chinesischen Rennens. Wir schauen mal, wer ansonsten hier noch mit dabei ist. Wir haben die Mannschaft Cannondale Pro Cycling Team mit am Start, mit Dombrowski, Bevin, Breschel, Gaimon, Woods, Zipunkte, natürlich auch zu erwähnen. Dann Bardiani ist ebenfalls mit am Start. CCC mit einigen guten Fahrern. Team Rot ist mit am Start, auch mit David Belder. Dann United Healthcare haben wir hier, auch mit Brajkovic unter anderem. Dann Team Felbermeier Simplon Wels mit Matthias Eibäger. Der hieß doch Matthias oder hieß der Markus? Matthias, ne? Dann eben unser Team, dann Drapack. Wen haben wir noch? Nippo mit Damiano Cunego unter anderem. Dann Villiers Southeast ohne Pozzato. Dann Team 3M und noch einige Mannschaften aus der dritten Liga. Also unsere Konkurrenz sozusagen. Könnt ihr ja Pause drücken, wenn ihr gerade mal die Startliste durchschauen wollt. So, wir für unseren Teil machen das Ganze mal hier ein bisschen fix, ne, weil das Rennen heute ist ja nicht sehr, sehr anspruchsvoll. Insofern, ja, skippen wir das Ganze so ein bisschen voran. Und werden uns jetzt hier nicht so auf alles konzentrieren, wie das vielleicht sonst der Fall ist. 3,5 Minuten Vorsprung hat die Ausreißergruppe im Moment noch. Und der Vorsprung schmilzt rapide, weil das Hauptfeld hier ganz schön hinterher geht und die einholen will. Wer hätte es gedacht?
Wir werden wieder so 40, 30 Kilometer vor dem Ziel in die gewohnte langsamere Geschwindigkeit zurückgehen, so wie es eben immer so ist. Und an dieser Stelle grüße ich auch mal den Terrolpi. Ich weiß nicht, wie weit er schon in seinem Let's Play ist, wenn diese Folge hier erscheinen wird. Deshalb möchte ich jetzt noch nichts vorwegnehmen, deshalb möchte ich jetzt noch nichts spoilern. Aber ich kann mal so viel sagen. Solltet ihr von ihm bereits schon die Transfers mitbekommen haben, die er so getätigt hat, naja, dann wisst ihr Bescheid. Ansonsten sage ich nichts. Nur vielleicht so viel sei erwähnt, es lohnt sich, auf jeden Fall die Erstligasaison von Pascal sich anzusehen. Weil das wird auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, ein sehr spannendes Unterfangen. Und ich merke gerade, dass wir momentan gar nicht so schlecht im Rennen stehen. Hier die fünfköpfige Spitzengruppe macht hier gar keinen schlechten Eindruck. Unsere Mannschaft sieht allerdings schon sehr, sehr angekratzt aus, egal welcher Fahrer. Das sieht schon nicht mehr so aus, als würde hier jemand frisch und ausgeruht in den Zielsprint reingehen heute. Ich würde sagen, Pinto ist der noch am ausgeruhtesten ist von denen da hinten. Und dann soll er heute auch mal die Verantwortung übernehmen dürfen, wenn es zum Schlusssprint kommt. Und ich denke mal, dafür sieht es dann doch gar nicht mal so schlecht aus. Denn jetzt ist der Abstand schon ziemlich zusammengeschmolzen auf unter eine Minute. Jetzt greift Zimmermann nochmal an. Und jetzt gleich wird es das dann wohl gewesen sein. Al-Hamadi macht jetzt mal kein Tempo mehr. Thomas greift nochmal an, aber diese Attacken, die sind jetzt echt sinnlos. So, wir kümmern uns jetzt mal viel mehr um den Sprintzug. Pinto folgt schon mal Pallini. Ach, das geht noch gar nicht. Stimmt, das geht noch gar nicht. Ich weiß noch, 23 Kilometer bis ins Ziel sind. Al-Hamadi ist jetzt also eingeholt, hat seine Arbeit für heute verrichtet. Und damit jetzt aktuell nur noch ein Ausreißer an der Spitze. Und das ist eben der Franzose Thomas aus dem Team. Ich kann mir den Namen einfach nie merken. Das ist die Mannschaft. Ach hier, Équipe de l'Armée de Terre. Eine sehr, sehr auffällige Mannschaft. Nicht nur wegen den Militärtrikots im Camouflage-Style, sondern auch wegen ihrer Fahrweise, muss man sagen. Immer wieder vorne mit zu finden, immer wieder aggressiv mit dabei. Und geben sich nie so schnell geschlagen, muss man ihn echt mal lassen. Also sehr, sehr ja, zum Vorbild zu nehmen, diese Mannschaft. Und jetzt wird allerdings der Fahrer gleich eingeholt da vorne. Thomas, der Franzose. Und dann ist auch mal gut so langsam. So, jetzt können wir die Folgeerscheinung machen. Haha, Folgeerscheinung ist lustig, ne? So, Cambrai. Scheiß drauf. Cambrai und Cambrai folgt mal Hasenui. Und Hasenui macht mal Einsatzbalken 74. Und dann schauen wir mal, ob das hier was wird oder nicht. Wir gucken einfach mal. So, Santa Romita, der soll einfach mal seine Position beibehalten. Jetzt langsam starten wir meinen Sprintzug. So allmählich. Wo sind die anderen? Jo, das passt. Jetzt muss Hasenui nur gut genug sein, über diesen kleinen Hügel hier drüber zu drücken. Und das wird schon schwierig genug. Muss man ja mal sagen, leider Gottes. Ach du Scheiße. Ja, nicht so geil. Nicht so geil hier alles. Hasenui hat hier richtig Probleme. Ja. Und jetzt übertreibt das. So, Cambrai brauchen wir jetzt gerade mal nicht mehr. Der ist nämlich ziemlich am Arsch. Und damit geht jetzt mal Gelul nach vorne. Ich hätte ja schon gerne, dass er dem folgt, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Gelul erstmal auf die 71 gehen und er muss dann halt nach rechts. Er muss jetzt gerade meinen Schwenkerli machen. Geht das irgendwie? Ja, das kriegen wir hin. Geil. So, Gelul, einmal ihm folgen bitte. Und weiter geht's. So, hier machen wir mal so. Dann kann Pallini schon mal langsam das Gel benutzen. Und Hasenui, oder Hasenui, wie er ja wahrscheinlich heißt, ist jetzt vorne. Gibt jetzt das letzte bisschen Kraft, was er noch hat. Jetzt kann Gelul nach vorne ziehen. Und Hasenui kann hier seinen Arbeitstag sozusagen mal ausklingen lassen. Jetzt also Gelul vorne. Er darf hier ruhig auch mal ein bisschen rausgehen, sich hier nicht so einquetschen lassen. Und jetzt also Gelul vorne. Auf der rechten Seite, so soll es sein, genau.
Sehr, sehr schön. Gibt jetzt nochmal Vollgas, damit hier Pallini dementsprechend mit Vollgas reingehen kann in die Schlusspassage. Aber ich glaube, wir ziehen den Sprint wieder ein bisschen zu früh an, ne? So. Pallini jetzt vorne. Pinto kann jetzt mal sein Gel nehmen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und Pallini zieht jetzt den Sprint hier an. Rechts kommt Sanz. Von der Mannschaft Villiers ist das ja. Na komm, zieh einfach mal durch. Vollgas ist immer die beste Medizin. Pinto am Hinterrad. Puh. Langer, langer Sprintzug hier. Das kann er eigentlich gar nicht durchhalten, Pallini. Egal, zieh den Sprint mal an. Pinto kommt jetzt raus, jetzt also Edgar Pinto aus dem Windschatten, aber es war wieder viel zu spät, oder? Ja, es war zu spät, wir haben noch ein bisschen Kraft übrig. Pascalon gewinnt diese Etappe, Pinto wird Vierter, ist nicht schlecht, aber ist auch nicht krass. Ja, nicht so schlecht angezogen von unserer Mannschaft, aber dann im Endeffekt doch, leider Gottes. Klasse gemacht von der Mannschaft Team Rot, wo ja auch David Belder so ein bisschen mitgeholfen hatte heute. Und damit also der Etappensieg für Andrea Pascalon vor Enrico Barbin und Ruben Zepunkte. Dann Pinto, Denegri, Jimenez, Paterski, Della Parte, Dombrowski und Matthew Busche. Gelbes Trikot damit für die Mannschaft Rot und für den Italiener in Andrea Pascalon. Georg Zimmermann aus der Ausreisergruppe auf Rang 4 konnte sich da ein paar Sekunden hinzufügen. In der Bergwertung Glückwunsch an Sultan Al-Hamadi, der hier also führt, holt sich das Bergtrikot. Ja, ein kleiner schöner Erfolg für den Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann haben wir also die Punktewertung, in der führt ebenfalls Pascalon. In der Nachwuchswertung führt Zepunkte. Punkte, Mann, vor Zimmermann und Jimenez. Und dann haben wir noch last but not least die Teamwertung. Dort ist Cannondale Erster vor CCC und Bardiani Skydive auf Rang 6. Aber alles noch ohne Zeitabstände, von daher auch noch ein Maß ohne Wert. In diesem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, war jetzt glaube ich ein etwas kürzerer Part. Aber auch die muss es mal manchmal geben. Leider kein Etappensieg für uns, aber was soll's. Dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dorthin, euer Fridde. Ciao, ciao.